Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute mal wieder in der normalen Tabletop-Perspektive. Denn vor einigen Wochen hat der liebe Christoph vom YouTube-Kanal Schnorres58 seine Top 5 Fixed des Jahres 2023 in die Linse gehalten, uns allen vorgestellt, erzählt, warum er diese Messer so viel und so gerne in diesem Jahr benutzt hat. Und in diesem Zuge dann auch wieder zu VAs aufgerufen, dass wir doch gerne nochmal unsere Top 5 da in die Linse halten können. Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich gerne tun. Denn ja, das Jahr neigt sich wieder mal dem Ende entgegen. Und so erschreckend das dann natürlich auch für den einen oder anderen sein mag, dass die Zeit so rennt, so ist es doch auch gleichzeitig immer eine schöne Zeit, mal ein bisschen zu resümieren, mal ein wenig zu schauen, was hat man wirklich im Gebrauch, was hat man vielleicht, obwohl man dachte, dass man es nutzen wird, doch hauptsächlich in der Schublade gelassen. Und ja, das sind immer schöne Anlässe, deshalb bin ich hier sehr gerne dabei. Ganz kurz aber vorweg natürlich noch ein paar Worte zu Christoph. Ich bin mir sicher, die meisten von euch werden ihn kennen. Eine Koryphäe, ein Urgestein der deutschsprachigen YouTube-Messerszene. Grandioses Fachwissen, eine unglaubliche Kompetenz, was das Thema Messer angeht. Eine ruhige, unaufgeregte Art, die mir immer sehr gut gefällt. Er hat eine unglaubliche Sammlung an tollen, tollen Messern, hält immer wieder außergewöhnliche Stücke und interessante Messer in die Linse. Und ja, wie gesagt, hat dabei einfach eine extreme Fachkompetenz. Eine absolute Empfehlung, falls du ihn noch nicht kennst, schau da auf jeden Fall vorbei. Den Kanal und auch das Video, auf das sich das jetzt bezieht, verlinke ich natürlich alles unten. Aber auch die Sammlung generell begeistert mich immer wieder, also erstmal der reine Umfang, es ist einfach unglaublich, was der Christoph da schon so zusammengesammelt hat. Und auch da viele verschiedene Varianten, extrem viele unterschiedliche Arten von Messern, aber doch auch immer wieder eher urige und rustikale Messer, und das trifft dann wieder total meinen Geschmack, auch was Messer angeht. Also ja, da sind wirklich sehr viele, sehr schöne Stücke bei. Eine sehr umfangreiche Backsammlung, auch schon häufiger gezeigt, um die ich ihn sehr beneide. Also wirklich absolut cool. Schaue ich immer wieder gerne vorbei. Lieber Christoph, mach weiter so. Und ja, vielen Dank für diesen VA-Aufruf, dem ich hiermit nun natürlich gerne folgen möchte. Also, was sind meine Top 5 Fixed des Jahres 2023? Und wer diesem Kanal nun schon länger folgt, den werden einige Messer natürlich dann überhaupt nicht überraschen. Das liegt in der Natur der Sache. Deshalb fange ich hier dann einfach mal damit an mit meinem geliebten Utgard Signature von Ereson Customs. Ein tolles Messer, das ich hier in mehreren Videos schon vorgestellt habe. Ich habe die riesengroße Ehre, die Seriennummer 02 mein eigen nennen zu dürfen und ja, habe es viel getestet, auch um dem lieben Janosch da einfach möglichst viel Feedback geben zu können und werde es auch sehr lange und sehr oft noch weiterhin nutzen, weil es wirklich einfach ein so tolles Messer ist, das mir aus den unterschiedlichsten Gründen so gut gefällt, wegen der Geschichte, die ich damit verbinde, aber auch grundsätzlich einfach von der Handhabung. Das ist schon eher Richtung Brecheisen, also das, ja, das kann man wirklich hart in den Einsatz nehmen. Ein absolut tolles Messer. Selbstverständlich die Videos dazu, ich habe es in Schweden viel genutzt zum Beispiel, verlinke ich euch auch gerne nochmal bei Interesse. Schaut euch die ruhig nochmal an. Und auch das nächste Messer habe ich ebenfalls in Schweden dabei gehabt und hier auch schon häufiger gezeigt. Es ist der Irbis von Reini Rossmann, der mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde und der mich dann nochmal positiver überrascht hat. Also ich habe es schon gesagt, ich hatte nie Zweifel, dass mir dieses Messer gefallen wird, aber nach dem Arbeiten und Testen und dem ausführlichen Video, das ich dazu gemacht habe, war ich einfach nochmal mehr begeistert, weil es eine so tolle Handlage hat und ein so toller Worker ist, dass ich es immer wieder gerne danach greife und es viel und gerne nutze. Ein wirklich tolles Messer kommt hier auch in einer sehr schön gemachten Kydex-Scheide mit dem Dengler-System. Also, ja, zwei, was das Anwendungsgebiet angeht, sehr ähnliche Messer, die ich beide in diesem Jahr unglaublich gerne und sehr, sehr viel genutzt habe. Weiter geht es dann auch mit einem Klassiker aus dem Hause Mora. Auch dieses habe ich am Rande immer schon mal gezeigt. Es ist das Woodcarving 120 LC.
ein tolles, kleines Schnitzmesser. Also das Anwendungsgebiet natürlich sehr speziell, aber für diesen Bereich ist es einfach eines der tauglichsten Messer, die ich je so in der Hand hatte. Ein sehr simpler, aber super in der Hand liegender Griff. Eine tolle, kurze und spitze Klinge, mit der man sehr fein und sehr schön arbeiten kann. Habe ich viel und gerne im Einsatz. Jetzt auch, wer meinen Vlog aus Schweden gesehen hat, weiß ja auch, dass ich damit zum Beispiel hier solche Dala-Pferde dann mal, also mich darin versucht habe, solche Dala-Pferde zu schnitzen. Da kam dieses Messer selbstverständlich zum Einsatz, aber auch sonst immer mal, wenn es mich überkommt und ich setze mich manchmal auch einfach auf den Balkon, habe dann da immer so ein bisschen Holz vorrätig liegen und schnitze einfach so ein bisschen vor mich hin, einfach als, ja, fast so aus meditativen Gründen, und da kommt so gut wie immer dieses Messer dann auch zum Einsatz. Die Scheide, das ist ja oft das Thema bei Mora-Messern, ist natürlich, ja, also die kann man eigentlich in diesem Fall ganz vergessen, da rutscht es auch immer wieder raus. Deswegen habe ich mir mal irgendwann einfach simpel, schnell und einfach, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit und Energie reingesteckt, habe ich mir einfach so eine Lederscheide schnell dafür gemacht, in der das Ganze etwas tiefer und besser sitzt. Hier noch so ein Bänzel dran. Wenn ich es mitnehme, schmeiße ich das Messer aber sowieso eigentlich nur in den Rucksack. Also um den Hals oder so würde ich das jetzt nicht tragen. Und ja, aber irgendwann mache ich vielleicht nochmal eine schönere, gerade wenn ich sie jetzt mir wieder so ein bisschen angucke. Okay, hätte man besser machen können, aber da geht es jetzt rein um die Funktionalität. Auch bei dem Messer, das ist einfach ein hochfunktionelles Werkzeug, das ich immer wieder gerne nutze. Auch das Messer Nummer 4 ist ein kleines Messer, da ich dann doch im Alltag natürlich, wie viele von euch auch, lieber und gerne kleine Fixed Wendern mit mir rumtrage. Ich bin noch nicht so ganz dabei angekommen, Fixed als EDC zu nutzen, habe mir dieses aber aufgrund eines Videos vom Jochen von JM Knives mal besorgt. Der hatte das vorgestellt und ja, wie das dann manchmal so ist mit diesem Virus, noch bevor sein Video zu Ende war, hatte ich schon auf Kaufen geklickt. Es ist dieses Messer hier im Nessmuk-Stil, ein Neckknife von der Firma, oh, jetzt muss ich ablesen, JPCRMOV. Ja, das geht auch leicht über die Lippen. Nein, aber es gibt das mittlerweile auch von Omezio und so weiter. Also das ist wahrscheinlich irgendwo da in Fernost so ein Standarddesign, wo dann nur unterschiedliche Firmen mal ihren Namen oder Schriftzug raufwerfen. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke Jochen es vorgestellt hatte. Das hatte ich zuerst im Warenkorb und habe dann aber kurz vor Kaufen noch gesehen, dass es das halt noch von dieser Marke auch gab. Und da gefiel mir, dass es eben gerade keine Beschriftung hatte. Bei den anderen Messern ist die Beschriftung hier ziemlich prägnant und sehr aufdringlich. Deshalb habe ich mich dann schnell hierfür entschieden. Und ja, es ist, um mal so ein bisschen mit dem Thema EDC Fixed warm zu werden, ist das ein ganz schönes Messer. Es hat eine taugliche Klingenform, es hat noch eine gute Größe, dass man es auch gut noch so in die Hand nehmen kann. Hinten mit einer Ziehhilfe hatte ich phasenweise dran, habe ich dann aber wieder abgebaut. Hier die normalen, ich weiß gar nicht, ob es G10 ist, ich glaube ja, Griffschalen. Lässt sich aber auch leicht zerlegen, falls man es mal reinigen oder modden will oder sowas. Ich habe hier auch, das war einer meiner ersten Versuche, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt hier richtig sieht, ich habe hier meinen ersten Versuch eines Stonewashed Finish mit fabriziert. Auch dafür fand ich das Messer sehr gelungen, weil es halt nicht sehr teuer war und man einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren kann. In dieser Kydex-Scheide kommt es dann auch sehr gut. Es klappert ganz leicht, aber in der Hosentasche stört das wirklich überhaupt nicht, weil es da dann ja auch fest sitzt. Um den Hals trage ich es aber einfach nie. Ich werde mit Neckknives nicht warm, habe mir dafür dann aber diesen Ulti-Clip hier angebaut, kann das dann in der rechten vorderen Jeanstasche gut so fixieren. Der Griff guckt dann weit genug raus, dass man gut ziehen kann und es auch zurückstecken kann. Das funktioniert ganz gut, habe ich immer wieder gerne dabei. Und ja, das ist so mein Einstieg quasi in die Fixed als EDC-Thematik. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so wirklich da angekommen, aber ab und an weiß natürlich auch ich die Vorzüge so eines stabilen, feststehenden Messers im Alltag zu schätzen. Häufiger ist es dann doch einfach noch ein Taschenmesser, aber dies war gerade für den Preis ein schöner Einstieg. Habe ich viel genutzt, deshalb hiermit im Ranking. Und damit kommen wir dann auch schon zu meinem Platz 5.
Und dem Messer, das ich hier auf diesem Kanal noch nicht vorgestellt habe, das möchte ich bei Zeiten nochmal nachholen. Doch, ich wollte dafür gerne mal wieder ein bisschen ausführlicher in den Wald und so, um dann da auch zu drehen. Aber da fehlt mir aktuell die Zeit zu. Aber machen wir erst noch einen kleinen Schwenker. Ich halte euch erst dieses hier in die Linse. Denn ich hatte meinen Companion mal wieder bewusst und häufiger mit am Mann und mit dabei. Hier in der Stainless-Variante. Und ja, bin dann ab und zu so bei so einem nachmittaglichen Ausflug in den Wald, habe ich dann mal ganz bewusst mich nur auf so ein günstiges, aber ohne Frage taugliches Mora reduziert, das mit in den Wald genommen und dann wieder festgestellt, das sind einfach krasse Messer. Da erzähle ich niemandem, der hier zuguckt, irgendwas Neues und auch mir war es natürlich bewusst. Aber wenn man dann nach längerer Zeit mal wieder ganz bewusst mit diesem Messer arbeitet, dann merkt man in diesem Bereich an Messer, so für Outdoor- und Holzarbeiten, da geht eigentlich ganz grundsätzlich nichts über dieses Messer. Da ist alles drin, was man braucht. Es ist so eine geniale Handlage. Ich glaube, ich habe wirklich kein bequemeres Messer. Über Optik lässt sich dann wieder streiten, aber es ist so bequem, so eine tolle Handlage, aber auch dieses leicht gummiartige oder ja, dieses leicht weiche des Gummis, das dann auch noch zusätzlich so viel Grip bringt. Einfach toll, die Klinge. Ja, was soll ich euch erzählen? Jeder weiß, wie toll Mora-Messer sind. Aber auch da habe ich dann wieder gedacht, eigentlich versuchen alle nachfolgenden Messer, egal welcher Preisklasse und egal mit welchen Materialien, versuchen alle nur an die Performance von diesem Messer ranzukommen, in diesem speziellen Bereich natürlich, aber irgendwie dann mit ausgefallenerem Design oder besseren Materialien oder so. Aber grundsätzlich ist das so der Urtyp von perfektem Arbeitsmesser im Outdoor-Bereich im Thema Holzarbeiten. Ja, und weil ich davon wieder so begeistert war und meine Liebe quasi wieder neu nochmal entdeckt habe, habe ich gedacht, ja, wunderschön, aber ja, die Optik, also hier dann, ich habe mir hier mit so einem alten Fahrradschlauch dann noch einen Feuerstahl und so ein bisschen Zusatzkram rangemacht. Alles schön und gut, alles sehr funktional, aber halt auch nicht sehr schön. Also habe ich gedacht, wer hat denn eigentlich mal dieses Messer, das all diese Vorzüge hat, aber noch ein bisschen schöner einfach. Und da kam ich dann natürlich, auch das wird viele nicht überraschen, zu BPS Knives aus der Ukraine, die hier mit dem BS3 in der Carbon-Variante ja, einmal unterwegs gekocht, dann sah es auch schon relativ schnell so aus. Aber ja, das ist im Prinzip ja das Companion von Mora, einfach nur etwas uriger und etwas schöner, aber mit einer nahezu identisch tollen Handlage, mit diesem schönen Walnussholzgriff, verschraubter Griff, wie gesagt, in diesem Fall dann Carbonstahlklinge. Das Ganze kommt dann in einer für den Preis recht schön und gut gemachten Lederscheide. Leider ohne Durchstechschutz, aber ansonsten alles ein bisschen rustikaler, ein bisschen schöner, ein bisschen angenehmer. Genau, das war der Grund, warum ich zu diesem Messer gekommen bin und ich bin auch wirklich sehr, sehr angetan. Natürlich hat es Abzüge, das bringt natürlich auch der Preis mit, da, ja, aber unterm Strich ist das einfach ein so grandioses und tolles Allround-Paket. Ja, das sind dann solche Sachen wie hier diese Klingenbeschriftung, die mich doch irgendwie eher dann wieder an Baumarktmesser erinnert und so. Also so ein paar Feinheiten oder auch hier, warum muss das da noch rauf? Aber egal, ich möchte dazu eigentlich nochmal zu angemessener Zeit ein sehr ausführliches, größeres Video zu machen, wo ich dann auch mal wieder länger draußen filmen möchte und dann werde ich da nochmal drauf eingehen. Aber viel genutzt, gerne genutzt, tolles Messer mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis und ja, wenn man einfach Funktionalität und Handlage von dem Mora Companion mag, dann kriegt man hier ein schönes Messer mit noch etwas urigeren Materialien. Das war der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Das waren sie, meine Top 5 feststehenden Messer aus dem Jahr 2023. Ja, werden jetzt den einen oder anderen, der hier häufiger reinschaut, sicherlich nicht sonderlich überrascht haben. Aber hiermit meine VA. Lieber Christoph, ich hoffe, das hat dir gefallen. Alle anderen, ich hoffe ja ebenso, dass euch das gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert sogar den Kanal. Schaut beim Christoph vorbei. Habt alle eine schöne Zeit, bleibt gesund, genießt die Vorweihnachtszeit und dann sage ich wie immer, schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, horrido!